Heute Nacht. Vielleicht eine halbe Stunde geschlafen. Wir sind ja schon um. Also ich bin schon um 10 in Kassel los. Dann waren wir um 10 am Gardasee. Da mussten wir bis um 2 warten, dass wir das Zimmer beziehen können. Waren wir einkaufen. Und jetzt direkt mal die erste kleine Runde über die ersten Gipfel nehmen hier. Das ist jetzt so eine kleine 12-Kilometer-Runde bei 500 Höhenmetern. Und ich konnte einfach nicht zu Hause bleiben. Auch wenn ich total übermüdet bin und gleich Fußball kommt. Ich musste raus. Ja, wie gesagt, die erste Runde jetzt. Das Wetter ist hier noch ganz gut. Ich hoffe, 500 Meter weiter oben ist es auch noch so gut. Es zieht sich nicht langsam zu da oben. Hab schon gesehen, auf dem Monte Baldo liegt auch noch Schnee. Da weiß ich gar nicht, ob ich da dieses Mal noch hochkomme. Aber ich bin recht zuversichtlich. Es gibt ja auch jede Menge andere sehr geile Schneefall-Trails am Gardasee. Das werden geile 8 Tage, aber auch harte. Auf den ersten 1,5 Kilometer schon zweimal das Problem gehabt, dass ich Privatgrundstück betreten musste, obwohl da Verbotsschilder standen. Naja, ich habe aber keine andere Wahl. Im schlimmsten Fall schicken sie mich halt zurück. Aber es gab keine Alternativroute hier hoch. Und was mir auch auf dem Weg und unterwegs aufgefallen ist, von Kassel hierher, ich habe meine Stöcke vergessen. Ach, die brauche ich zwar nicht unbedingt, aber die würden das alles hier schon viel einfacher gestalten. Ach. Sowas lässt sich dann natürlich auch nicht vermeiden. Bei so frei zusammengestellten Routen. Ein Fest für jede Zecke. So, mal gucken, dass ich den Weg nicht verliere hier. So, einmal Zeckencheck. Eben falsch abgebogen. Also jetzt mal querfeldein. Ich gehe mal davon aus, dass ich gleich wieder auf die ursprüngliche Strecke stoße. Ich hoffe es zumindest. Müsste die eigentlich sein. Verdammt. Da ist sie auch. Absolut genial hier am Gardasee, echt richtig geile Trails, richtig anstrengend,
richtig geile Ausblicke. Echt top. Da geht es jetzt noch hoch und auf der Seite wieder runter. Ist das nicht atemberaubend? Absolut genial. Endlich mal nicht bergauf. Juhu. Folge gerade einem ganz kleinen Pfad den Gipfel hinauf. Bin hier mal gespannt, wo der mich hinbringt. Vielleicht auch nirgendwo hin, weil hier einfach viel zu grün, hier alles viel zu grün ist, man eh nichts sieht. Hier ist ein Schild, dass Jagdverbot ist. Aber ich will auch nicht jagen, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, mich hier weiter durchzukämpfen. Hier ist nichts, leider Gottes. Ah.
glaube, ich bin gleich auf dem Gipfel. Also auf meiner Karte ist auf jeden Fall ein Gipfel eingetragen. Ich weiß. Achtung, Sie haben die Route verlassen. Spannung steigt. Sehe ich gerade die Welt? Achtung, oder nichts? Sie haben die Route verlassen. Ich bin oben. Ein schöner Rundblick, das ist anderes. Aber es sieht schon geil aus. Achtung, wir haben die Route verlassen. Mein erster Gipfel. Achtung, Sie haben die Route verlassen. Okay, es ist auch ein Weg eingezeichnet auf der Karte und den laufe ich jetzt weiter entlang und dann müsste ich eigentlich wieder auf meinen ursprünglichen Kurs kommen. Aussicht genießen. Ah, absolut genial. So, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwie wieder auf meine Route komme. Immer weiter geradeaus. Da ist ein Weg, den nehme ich einfach.
falsche Richtung. Du bist irgendwie noch da. Egal, ich komme gleich wieder auf den Weg. Ich bin nicht komplett falsch. Ist das geil! Also der Weg ist nur schemenhaft zu erkennen sehr oft. Ich verliere ihn auch immer wieder, aber ich finde ihn dann auch gleich wieder. Nach Madeira fliegen, wenn man hier im europäischen Festland auch so geile Trails hat. Oh, atemberaubend. So, und jetzt geht's hier runter. Irgendwo da unten ist mein Hotel. Knalle, 1 Kilometer. Sieh mal, wie geil das ist. Woo!
Heilomat! Einmal schön aufs Maul gelegt, aber es geht mir gut. Es geht immer weiter. Und hier hat es wohl mal gebrannt. So, weiter geht's. Da unten bin ich vorhin lang und dann da unten hoch. Direkt in den Oberschenkel. Boah. Oh, ein bisschen. Jetzt geht's hier schön. Letzten Kilometer Straße runter. Gucken, ob die sich schleichen lassen. Nee, die wollen nicht. Ich mach jetzt lieber mal ein bisschen lockerer.